Die Salzburgerin. Wir als Gemeinden und wir Bürgermeisterinnen werden alles daran setzen, dass sich der Erfolg einstellen wird. Herzlich willkommen. Beeindruckende Baustelle. Gratuliere zu dem unternehmerischen Mut. Volkspartei findet dort statt, wo Zukunft stattfindet, wo an der Zukunft gearbeitet wird. Und das ist hier. Gratuliere, Stefan Kein-Fröhlich. Schön, dass ihr da seid zu unserem traditionellen Gemeindetreffen im Jänner. Ich will ein Beispiel für persönliche Anständigkeit, sachliche Kompetenz und Handschlagqualität sein. Die Gemeinden prägen dieses Land. Sie prägen das Leben in diesem Land, das Kulturelle, das Soziale, das Alltagsleben. Und ohne Gemeinden geht gar nichts. Beim Kindergarten für die 3- bis 6-Jährigen den Halbtagskindergarten gratis zu machen und bei den unter 3-Jährigen die Krabbelstuben so zu stützen, dass die Gebühren auf die Hälfte zumindest herabgestützt werden können. Und viele fragen sich auch hier im Raum, wie geht denn das noch dem Christian weiter? Wer übernimmt denn die Finanzen? Also, wenn es nach mir geht, Finanzen sind Chefsache, wer ich selber mache. Hilfe für diejenigen, die es benötigen, aber nicht für jene, die das Sozialsystem gezielt ausnützen. Und heute steht Salzburg so da, dass es österreichweit die geringste Arbeitslosigkeit hat mit 3,7%. Das höchste Bruttoregionalprodukt pro Kopf an Einwohner in Österreich, vor Wien noch. Und als einziges österreichisches Bundesland unter den Top 20 aller 250 europäischen Regionen steht. Die Salzburgerinnen und Salzburger lassen sich nicht unterkriegen. Und wir lassen uns auch nicht unterkriegen. Und darauf kommt es an. Nur gemeinsam ist alles machbar.